Sie hat mit 80 Jahren Ja gesagt. Das gibt es auch nicht so häufig. TV-Star Monika Peitsch, 80, wird im Dezember zwar schon 81 Jahre alt, im August hat sie aber endlich ihren langjährigen Lebensgefährten Dr. Sven Hansen Höchstedt, 70, geheiratet, wie das Magazin Bunte in seiner neuen Ausgabe berichtet. Das habe die Schauspielerin gerade erst in einem Telefoninterview bestätigt. Auch wenn ich eigentlich längst in einem Alter bin, in dem man das nicht mehr müsste, habe sie nun doch Ja gesagt, und das schon im August. Das Paar, das seit rund 37 Jahren zusammen ist, wollte immer schon heiraten und waren uns auch sicher, dass es eines Tages passieren wird. Wir hatten keine Zeit, erzählt Peitsch. Jetzt sei es halt passiert. Die beiden hätten eine wunderbare Hochzeit gefeiert, nur im engsten Familienkreis. Nach der Hochzeit fühlten die beiden sich nun aber auch nicht anders als zuvor. Warum sie so gut zueinander passen, erklärte Peitsch einmal mit folgenden Worten: Das ist eine Symbiose, ich bin umtriebig und temperamentvoll, mein Mann ist ruhig und ausgeglichen. Er ist ein großes Geschenk für mich, mein Ruhepol. Das Wichtigste ist aber, dass wir viel zusammen lachen können.